Hey! Heute kommen endlich meine Monatsfavoriten aus dem Oktober und ich weiß, es ist jetzt schon wieder Mitte November, deshalb haben wir jetzt mal das Motto besser spät als nie. Und anfangen will ich mit Augenprodukten. Da haben wir hier die Naked Palette. Und da habe ich sehr gerne diesen Ton benutzt. Die anderen auch, aber jetzt eigentlich den besonders, das ist Virgin. Und ich mag den, ich habe den heute auch benutzt. Hier zum Highlighten und da, weil es einfach ist genau so ein schimmernder, schöner Ton, wie ich ihn haben will. Also der ist einfach perfekt, würde ich sagen. Der ist wirklich perfekt. Genau wie ich mir Shroom hätte wünschen wollen könnten. Was weiß ich. Das ist Shroom. Shroom von MAC und von dem bin ich richtig enttäuscht. Von dem kann ich auch nur abraten. Bei meiner Haut. Also ich habe den mal auf Swatches auf Innen und Außen gesehen und ich glaube bei Paddy hat man ihn voll gut gesehen. Aber bei Me gar nicht. Also scheint irgendwie Hautton abhängig zu sein, aber bei mir ist Shroom voll der Flop. Ich mag den gar nicht. Was habe ich noch getragen? So hier die Herbstfarben Sable, Club, Cranberry und Woodwing. Und Cranberry trage ich heute auch wieder, wobei ich glaube, ich weiß nicht, ob man es so gut sieht. Mann, ich habe mir ein rotes Augenmake-up geschminkt, habe ich mal reingewagt. Jo. Und dann habe ich, glaube ich, gar nichts mehr für die Augen. Ich habe noch sehr oft Lidstrich getragen. Und da haben wir hier den All-Time Favorite, das ist Black Track von MAC. Und ich finde den toll. Der ist bei mir jetzt, okay, der ist nicht ausgelutscht, aber man sieht schon die Abnutzungserscheinung. Den habe ich jetzt seit ungefähr 1,5 Jahren. Und ich denke, der reicht auch noch nur so ein halbes bis ganzes Jahr. Auf alle Fälle, da braucht man nur so eine ganz kleine Menge und zieht sich in Lidstrichen, ist einfach toll. Auch für die obere Wasserlinie, das habe ich heute auch gemacht, wenn man nur oben malen will und halt nicht will, dass man unten auch noch so schwarz malen muss, nur um oben die Wimpern zu verdichten. Das wäre toll, weil der hält und ist einfach... Ich mag ihn einfach sehr gerne. Es gibt vielleicht noch andere gute von Essence, den habe ich ja nicht getestet. Den von Alverde finde ich scheiße. Und ich habe wieder zwei geholt, diese NLE, die sind mir ausgetrocknet, das ist einfach nur noch Käse. Also da hole ich mir keinen mehr, auch wenn sie die Formel zum nächsten Mal verbessern, das habe ich keine Lust mehr. Und dann habe ich noch einen von Kiko, der ist auch ganz gut, aber MAC ist bis jetzt am besten. Wobei ich habe gehört, die von Croyant sollen auch ganz gut sein. Da gibt es auch in Frankfurt einen Shop, da gehe ich vielleicht mal hin, aber ich bin im Moment ganz zufrieden mit dem eigentlich. Also warum soll ich mir noch einen holen? Mache ich den das mal lernen, dann gucke ich vielleicht mal woanders. So, das war's eigentlich. Augenbrauenstift habe ich heute meinen anderen benutzt, den habe ich schon ein bisschen länger. Der ist von Max Factor. Farbe Brown. Moment. So, das ist eher so ein bisschen aschiges Braun. Das sieht man natürlich jetzt nicht wegen dem enormen Orange-Stich hier. Ja, den habe ich auch heute benutzt. Passt ganz gut, also ich finde den passt besser als den Art Deco, wobei die sich nicht viel nehmen. Also den Art Deco, den ich sonst mal benutze, oder den kann ich eigentlich empfehlen. Naja. Augenbrauen halt manchmal. Ich mache mir im Moment nicht so viel aus Augenbrauen, muss ich sagen. Das ist ja nicht so ein Thema bei mir gerade. Dann haben wir hier mein Lieblingsparfüm. War das Odell Energy von Biotherm. Wobei es ist kein Parfüm, es ist eher ein Bodyspray. Aber ich sprühe mir immer nur einmal hin, weil ich es nicht verschwenden will. Oder ich sprühe es mir in die Haare, der hält es besonders lange. Ich bin generell kein Parfümfreak. Ich wurde schon gefragt wegen Parfümsammlung, da könnt ihr euch genau 3 Stück zeigen. Das hier, dann das da in Rot. Dieses Odell, keine Ahnung. Und Chanel Mademoiselle. Sonst habe ich keine Parfüms, weil ich immer Kopfschmerzen kriege. Ich habe noch kein Parfüm gefunden, wo ich wirklich sage, so, wow, so will ich riechen. Das ist genau so, wie ich riechen will, aber das gibt es irgendwie nicht. Das ist schade. Ich weiß, es ist nicht schade, aber ich finde es auch teuer, so immer so 50 Euro für so was auszugeben. Und wenn ich mich nicht 100% damit wohlfühle, mache ich es nicht. Ich habe es auch langsam aufgegeben, Parfüms zu suchen. Dann finde ich das ganz gut. Das ist halt verfliegt sehr schnell, aber das ist einfach nur so eine Note, keine Ahnung, hält 2-3 Stunden und dann, ja, das ist halt einfach nur so mal gut zu riechen. Ich mag sowieso immer nur die frischen Düfte und die halten ja auch nicht so lange, weil ich finde, so
ein, zwei Minuten nach dem Aussprühen riecht das Parfüm für mich am besten. Und wenn dann aber diese Basisnote rauskommt, die so süß ist, ist es immer so... Ach, oh, nee, ich mag das nicht. Das ist ein... Wenn ich mal ein Parfüm gefunden habe, was mir gefällt, fühle ich den Freund dann auch im Moment. Sehe ich da keine Hoffnung irgendwie leider. Naja. Dann haben wir mal zu Lippenstiften. Da habe ich sehr oft getragen, den trage ich auch heute. Hey, heute. Gott, was noch? Ratze gerade. Das ist der Soft Nude. Ja. Nicht, dass ich was Falsches erzähle. Von Revlon. Den gibt es hier leider nicht mehr, aber ich zeige ihn euch trotzdem. Wir können den vielleicht auf eBay bestellen oder so. Ein schönes Nude. Das ist eher so ein bisschen Karamell, nicht zu totig. Und ich finde den ganz cool. Auch von dem Tragegefühl her kann ich nur empfehlen den. Und dann eine zweite Liebe, die sich diesen Monat so entwickelt hat, ist roter Lippenstift. Den habe ich in meinen letzten Videos getragen mit den roten Lippen. Und der ist von Essensnummer. Also es sieht so ein bisschen aus wie der aus der Mac LA, ne? Die haben jetzt auch so eine weiße Verpackung. Aber das ist der aus der 50s Girl Reloaded von Essence in der Farbe Back to the 50s. Gibt es leider nicht mehr, aber roten Lippenstift findet man ja relativ häufig. Es ist immer so eine Nuancensache. Es gibt blaustichige, rotstichige, orangestichige, also mehr so wärmere Farben. Und da könnt ihr so nachgehen, dass halt, wenn ihr so blasser seid oder so wie ich, so blonde Haare, blaue Augen oder so, wenn ihr das vielleicht eher kältere Töne stehen und wenn ihr so südländisch seid, eher so wärmere. Aber das ist auch so ein Thema. Also ich finde, wenn es euch gefällt, ist es egal. Also ihr probiert die roten Lippenstifte einfach mal aus. Und wenn ihr sagt, oh, das harmoniert mit meinen Augen, mit meinem Teller, das ist okay. Und diese ganze Farbenlehre mit kalten und warmen Farben, das finde ich eh. Ich trage auch korallige Farben, dann trage ich mir dann ein blaustichiges Rot. Und deshalb sollte mir nicht so viel geben. Ja, aber ich mag diesen 50s Look. Also mit 50s Reloaded, ja. Also Eyeliner. Und rote Lippen sind einfach das totale neue Erlebnis für mich. Weil roten Lippenstift, ich hatte mir mit 14 oder so mal einen gekauft, aber das war natürlich viel zu früh. Also da habe ich mich nicht getraut, den überhaupt mal draußen zu tragen. Aber jetzt, ich muss mal gucken. Also ich habe kein einziges Rot von MAC, aber da werde ich mal schauen, ob ich mal da Russian Red oder aus der neuen Kollektion gibt es ja auch so ein Rot, ob ich mir da irgendwo was hole. Wobei im Moment bin ich mit dem eigentlich sehr zufrieden. Ich finde, die Essence-Lippenstifte können eigentlich was und ich muss da mal mehr gucken. Ich habe aus dem regulären Sortiment nur Cupcake, aber den finde ich auch sehr gut. Naja. So, machen wir weiter. Nagellack. So, die beiden. Da habe ich einmal Peach Daiquiri von Essie und ich muss sagen, dass die Essie-Lacke mir richtig gut gefallen. Also ich habe jetzt den hier und den ich heute auf den Nägeln habe, das ist Chinchilli, in den USA mitgenommen und von der Haltbarkeit richtig cool. Und die Farbe ist natürlich auch spitze. Es ist so ein koralliges Pink, peachy Pink, richtig cool. Und dann habe ich hier noch ein Rot und das ist auch das perfekte Rot für mich. Das ist Dutch Talpies. Ich blende euch den Namen ein, ich habe keine Ahnung, wie man das ausspricht. Das ist so ein, ja, kein Nockenrot, sondern eher so ein blaustichiges mit einem bisschen Pink auch. Also einfach so ein edleres Rot. Ich finde das sehr, sehr schön, ist aber trotzdem trendy, also nicht so altbacken. Ich finde das sehr, sehr cool. Also es ist bis jetzt das schönste Rot, was ich irgendwie für die Nägel gesehen habe. Könnte ich auch mal anschauen. So, und dann weiter geht's. Deo wollte ich euch mal empfehlen. Das ist von Garnier Mineral. Da bin ich sehr zufrieden mit. Kann ich nur empfehlen. Da ist die ganze Tag, beziehungsweise fast zwei Tage, sind trocken. Manchmal vergesse ich es morgens. Vorgestern oder so habe ich es mal vergessen, morgen Deo aufzutragen. Ich war so in Eile. Aber es hat nicht gestunken. Also es war richtig gut. Dann wegen der Foundation-Frage. Weil ich letztens gesagt habe, dass ich die benutzt habe. Die Revlon Color Stay in Combination Oily Skin in 1.1.0 und habe die gefragt, was ist mit der BB Cream? Ich benutze sie beide und zwar die da, wenn es schnell gehen muss, morgen zack, 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 einfach drauf und dann, ja,
brauche manchmal sogar nicht mal Puder oder Concealer, das ist super. Aber wenn ich weggehe oder wenn ich mich abends schminke, dann nehme ich die da, weil die doch mehr deckt und dann auch besser hält. Also wenn man schwitzt, das ist halt, die ist besser, wenn es... Ja, wenn ich halt mal ein deckenderes Ergebnis möchte, aber für jeden Tag nehme ich eigentlich immer die da. Und was ich euch auch sagen wollte, ich habe ein Gewinnspiel jetzt bald mit den BeReal Creams. Ich habe euch 3 Stück gekauft, einen in 13, 21 und 23, also für jeden Hauttyp. Und die werde ich dann, sobald sie da sind, auch verlosen. Könnt ihr euch schon mal drauf freuen. So. Und dann Blush. Haben wir einmal was, was seit ein paar Monaten in meinem Schrank liegt. Und benutzt. Das ist hier von Art Deco so eins. Das ist die Nummer, die weiß ich gar nicht. Moment. Nein, das ist der Preis. Nummer 19. 08K, keine Ahnung. Das ist so ein richtig schöner Alltagston. Also so... Oh, ich glaube, er kennt es nicht. Ist der hier? Er ist... Das ist wirklich so richtig frische für die Wangen und... ich weiß nicht, den habe ich bei so einem Workshop bekommen. Da habe ich bei so einem Gewinnspiel bei Jolie mitgemacht und dann tatsächlich gewonnen. Und ja, aber irgendwie war halt in meinem Schrank, weil ich habe ihn nicht selbst gekauft und ich wusste gar nicht mehr, dass ich ihn hatte. Und ja, aber ich finde ihn sehr schön. Der ist nicht so teuer, also wie gesagt 8 Euro. Ist natürlich ein bisschen... Art Deco ist so zwischendrin, aber ich finde ihn ganz schön als Alltagsblush. Den könnt ihr euch ja mal anschauen. Also den werde ich aber weiter testen. Also letzten Monat war der auf einmal so hier oben, so in meiner Beliebtheitsskala. Und dann drüber Petticoat von MAC. Den habe ich auch... Ah, Nase wirklich. So. Petticoat von MAC als Topping drüber. Liebe. Also wenn... Das ist auch... Bestes MAC-Produkt. Bestes MAC-Produkt. Ever. Wenn der mir runterfällt, dann würde ich überlegen. Dann nach Sachen, die habe ich mir auch in Amerika mitgebracht. Und ich bin diesen NARS-Blushes verfallen. Also ich habe jetzt so das Gefühl, ich kaufe mir nie wieder andere Blushes, sondern nur NARS. Nur NARS. Und dafür spare ich jetzt auch. Die kosten dann ungefähr 20 Euro. Erstmal der Bronzer, das ist der Laguna Bronzer. Und ich habe ihn jeden Tag getragen. Also morgens halt, wenn ich in der Schule keine Lust hatte, mich zu schminken, also wenn ich so nackt hingegangen bin, habe ich ihn mittags drauf gemacht. Also immer, wenn ich mich irgendwie geschminkt habe, dann kam der zum Einsatz, weil er einfach so einen schönen sonnengeküssten Teint hat. Und er ist nicht so pigmentiert, der ist einfach, ist mir jetzt fast kaum, es ist nur so ein, der sieht sehr goldig jetzt aus, aber auf den Wangen ist es nur so ein sonnengebräuntes, aufgewärmtes Hautbild und es ist so schön, gerade für Blondinen. Der macht nicht so Bräune, sondern so richtig schön subtil und richtig geil. Und die anderen Blushes waren genauso weit oben. Da haben wir, jetzt muss ich mal kurz zeigen, Cactus Flower habe ich nur viermal oder so getragen, weil es ist diese Cremetextur, da muss man ein bisschen besser einarbeiten. Da bin ich noch nicht so der Profi. Muss noch ein bisschen üben, weil ich hatte bis jetzt noch keine Creme-Blushes. Aber die anderen, also immer Laguna Bronzer. Dann kam etwas Desire oder etwas Orgasm drauf. Und dann wurde mit Albatross gehighlightet. Und das war immer so, weil einfach... Diese NARS-Textur, ich will da nochmal ein extra Video zu machen. Ich babbel jetzt schon wieder viel zu lange, obwohl ich nur so wenig Produkte drin hatte. Ist einfach so göttlich. Ich mache euch mal so einen Swatch-Vergleich. Ich habe eigentlich die Sachen schon hier. Ich wollte es heute machen, aber es ist schon wieder so dunkel. Und ich will jetzt nicht rumheulen, aber es ist echt blöd, weil ich erkennt ja dann diese feinen Nuancen nicht. Aber ich finde die Textur von NARS einzigartig. Das ist... Der Orgasm zum Beispiel ist nicht so gut pigmentiert wie der Rose Gold. Habe ich jetzt, wollte ich eigentlich im nächsten Video machen, den Vergleich. Es ist an sich die gleiche Farbe, er ist nicht so pigmentiert und man denkt, man kann den Rose Gold leichter auftragen. Aber
der Orgasm hält einfach länger, weil wenn ich den auftrage, dann hält er den ganzen Tag. Und das hatte ich noch nie beim Blush. Das war wirklich so ein Wow-Ergebnis, weil man einfach den ganzen Tag was sieht auf den Wangen und nicht nach ein paar Stunden ist es weg oder hängt es hier unten oder was weiß ich, irgendwie so komische Sachen, sondern es war wirklich da. So, das war's. Das waren meine Monatsfavoriten. Wieder ellenlang, aber... Ja, nächstes Mal will ich euch noch mal ein paar Sachen reinmachen, die nicht mehr mit Kosmetik zu tun haben. Eigentlich heute schon, aber das Video ist viel zu lang, weil ich bin jetzt so ein Teetrinker und Kaffeetrinker geworden. Weil ich in den USA das erste Mal in Starbucks war. Vorher in Deutschland habe ich es nie so wahrgenommen, aber jetzt habe ich mir weiße Schokolade gekauft zum Trinken. Ich habe meinen Chai-Tee geholt. Dann will ich mir noch so Sirup holen, den man so einen Kaffee machen kann. Das wird ganz toll werden. Ja. Ich wünsche euch einen schönen November. Bis zum nächsten Video. Tschüss!